Die 1000 Kilometer Challenge des Tesla Model Y wird unterstützt von MeinGo Energy, einfach Stromladen und teslakarin.com. Und ihr wisst ja, es wird wieder richtig spannend und es wird auch gut. Willkommen, heute die 1000 Kilometer Challenge mit dem Tesla Model Y, das ganze Allrad und die Long Range Version. Ich bin richtig gespannt, ich freue mich richtig jetzt auf die 1000 Kilometer und wir laden das Auto jetzt noch bis 100% voll. Die Strecke ist ja doch jetzt schon relativ bekannt, es geht Richtung München runter. Vielleicht blende ich euch mal kurz die Strecke ein, dann ist es doch ein bisschen leichter. Also schaut mal. Ich stelle euch mal die Strecke noch vor, der eine oder andere kennt sie jetzt nicht. Östlich von Nürnberg ist der Startpunkt, hier blauer Punkt, Ionity im Berg in Neumarkt. Dann fahren wir runter Richtung Ingolstadt, rüber nach München, nach Augsburg, hier wird ausgelassen und laden das erste Mal Lohnetor Ost. Hier bin ich dann unter 5% angekommen, Streckenlänge rund 308 Kilometer. Dann für mich die nächste Herausforderung, weil ich den Laden ja nie über 50% laden wollte, musste ich an der Ladestation leider machen, weil ich, wie gesagt, Ohrenbach ausgelassen habe, das wäre jetzt die hier, und bin dann Riedner Wald gefahren. Das war dann rund 171 Kilometer, musste ich ein bisschen mehr laden wie 50%, was blöd ist bei dem Auto, weil dann flacht er einfach ab, da lädt er dann nicht mehr so schnell und ich möchte natürlich so zügig wie möglich am Urlaubsziel ankommen. Wir sind dann weitergefahren Richtung Kirchheim, von Kirchheim geht es dann rüber Richtung Schwabhausen und ihr fragt euch bestimmt, warum ich jetzt hier keine Supercharger verwende, weil es kein zeitlicher Vorteil ist für mich. Also es sind zeitlich genau gleich, ob ich jetzt Ionity nehme oder die V3 jetzt von Tesla, die Supercharger, ich habe da keinen großen Vorteil und deswegen habe ich mich entschieden, ich kann durchaus auch Ionity verwenden. Ich könnte jetzt auch die anderen Ladesäulenbetreiber nehmen, aber Ionity hat sich für meine Strecke jetzt hier bewährt. So, dann ging es eigentlich rüber nach Schleiz, da hatte ich schon mehrmals geladen, sind nagelneue Ladesäulen und da gab es eine ganz böse Überraschung von Allego, da bin ich richtig, ja, fast schon traurig und ein bisschen beleidigt und mehr gibt es dann später dazu. Ja, von Schleiz sind wir dann runter nach Himmelkron, von Himmelkron wäre dann die letzte Ladestation vorm Ziel, da haben wir dann auch mal genau das reingeladen, was ich halt brauche, um im Ziel anzukommen. Ich lade also dann nicht bis 100%, sondern nur diese Menge, dass ich dann ziemlich genau an dem Ziel ankomme und dann auch genau mit 1000 Kilometer. Es hat diesmal genau geklappt, aber später dann mehr dazu. Jetzt habt ihr mal einen kleinen Überblick, wie die Strecke dann ist. Wie gesagt, hier ist gestartet. Einmal ging es hier rum. Es ist eine schöne Rundstrecke. Ihr habt hier Gebirge drin, hier oben seht ihr. Dann da oben bei Jena ist also wirklich alles dabei. Wir haben gerade Stück bei München, unten ist eher einige gerade Stücke. Und hier bei Hof sowieso, das ist echt schwieriges Gelände. Und dann geht es hier wieder runter. Ich denke, dann haben wir einiges drin und dann geht es jetzt weiter. So, jetzt habt ihr die Strecke. Ich denke, jetzt zeige ich euch mal kurz das Auto und das Video wird echt gut. Also das wird spannend. Bleibt auf jeden Fall dran, schaltet nicht weg. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen das Auto. So, wie schaut es denn aktuell aus? Hier ist das Fahrzeug Model Y. Wir haben jetzt geladen hier mit meiner Maingau-Karte. Aktuell sind wir bei 99%. Wir sind also gleich voll. Das Fahrzeug habe ich jetzt gestellt bekommen von teslakarin.com. Da könnt ihr dann mal gerne drauf schauen auf die Internetseite. Da könnt ihr Autos mieten. Das ist also echt eine coole Geschichte. Vor allem hat der auch das Model Y. Das könnt ihr euch dann da mal ausleihen für ein paar Tage. Ihr könnt es auch länger mieten. Und naja, ich bin jetzt schon gespannt. Wie eine Viertelstunde, dann geht es gleich los. Gut, dann habt ihr mal das Auto ein bisschen gesehen. Wir sind jetzt bei 100% gleich. Und ich werde immer ein bisschen mitfilmen, dass ihr ein bisschen dabei seid. 20 Minuten, eine halbe Stunde, das reicht. Ich bin ja noch live zusätzlich. Und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Also, bis gleich. So, hier seht ihr, ich habe alles zurückgestellt, 19.59 Uhr und es geht gleich los. Für euch da draußen auch, noch eine Minute. Ich habe jetzt hier mal beides laufen, einmal das Navi-Fahrzeug und hier oben dann nochmal zusätzlich, sind ja beides Google-Systeme, sicherheitshalber, falls eins abstürzt. So, wir sind gleich durch. Ich halte schon mal die Karte hin. 1959. Hier unten der Trip wieder zurückgestellt. Und gleich schaltet es um. Ah, gleich ist 20 Uhr. Legt schon mal Gang ein. Und 20 Uhr, wir fahren los.
So, nehmen wir mal kurz mit, filmen ein bisschen noch. Da geht es jetzt hier auf die A3 dann. Okay, und dann filme ich immer ein bisschen mit. Ja, dass 1000 Kilometer nicht immer romantisch sind, das zeigt euch mal hier das Beispiel jetzt auf der A7. Ich habe bewusst diese Strecke gewählt, weil ich natürlich auch einen Rundkurs wollte, um eine Abwechslung dann auch darzustellen, weil es soll eine Urlaubssituation darstellen. Und jetzt hier direkt in die Baustelle rein. Fängt bei Augsburg unten an und zieht sich halt hoch bis, ja, was weiß ich, bis Hannover und geht teilweise bis auf Hamburg auf. Ich wollte euch mal ein paar Eindrücke jetzt hier geben, wie das in den Baustellen abläuft. Vor mir fährt jetzt einer mit, was weiß ich, teilweise nur 75, die Leute sind sehr ängstlich. Und Herr Händel möchte halt gerne, ja, also ich fahre dann schon 88, da bin ich ganz ehrlich. Also diese 80 halte ich dann nicht, ich fahre dann schon ein paar Kilometer drüber. Und ich überhole jetzt hier mit dem Model Y das erste Mal. Ja, er ist schon ein bisschen breiter wie das Model 3. Teilweise war es dann auch richtig eng mit Außenspiegel und so. Also ist nicht ganz leicht, man muss sich erstmal an die Räumlichkeiten des Fahrzeugs gewöhnen, die Außenmaße. Und hier ist das Model Y ein bisschen breiter, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber ich denke, ein paar Tage, dann hat man das drin. Ja, und wenn ihr jetzt mal hier rechts im Bild die ganzen Baustellen durchziehen wollt, ich habe es jetzt nicht gemacht, weil es ist wirklich enorm viel. Hier fahren wir in die nächste rein. Spielt aber eigentlich keine Rolle, weil ich kann danach wieder ein bisschen beschleunigen. Das heißt, ich verliere sicherlich Zeit, klar. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass man eine Urlaubssituation nachstellt und ich könnte die Strecke auch anders wählen. Dann wäre ich vielleicht 5, 10, 15 Minuten schneller, aber ich denke, meine Zeiten sind okay. Ich bin damit zufrieden und von der Hinsicht. Jetzt widmen wir uns mal dem Licht, Ablendlicht und Fernlicht beim Tesla. Ich mache das mal ganz kurz für euch. Seht ihr jetzt hier im Bild. Und das Licht ist mittlerweile gut bei Tesla. Ich bin da sehr zufrieden, auch Fern- und Ablendlicht. Also Daumen hoch, das passt. Da waren die ersten Modelle eher schlechter. Hier biegt jetzt ein LKW ab, der in die Baustelle reinfährt. Ich fahre dann weiter in der Baustelle hier. Und Autopilot benutze ich nicht, weil ihr jetzt hier seht, er hat so einen Querstreifen. Das ist gefährlich. Also in der Baustelle bitte den Autopilot nicht verwenden bei Tesla. Teilweise gefährlich, weil er dann irritierend rechts und links fährt, weil er die Linien eben nicht erkennt. Und das sollte man eben nicht machen. Und wieder die nächste Baustelle. Also es ist verrückt. Ihr wisst, ich wollte euch ein paar romantische Bilder geben. Ich bin ja allein unterwegs und das heißt, ich kann ja gar nicht einschlafen, weil hier extrem viel Baustellen sind. Ihr müsst permanent aufpassen. Sind auch relativ schmal. Ich fahre dann immer ein bisschen weiter mittig, wenn hinter mir natürlich keiner ist, ganz klar. Und ich denke, da habt ihr mal ein paar Eindrücke jetzt bekommen von den Baustellen an der A7. Und die Straßenbeläge sind auch sehr schlecht. Also, naja, gut, es ist, wie es ist. So, wir sind angekommen in Lohnetal. Ich hatte jetzt gleich hier an der Ladestation gleich einen Fehler. Es ist die Nummer 3 gewesen. Jetzt bin ich hier drüben wieder an der 2. Hat es wieder funktioniert. War kurz eine Minute, habe dann umgeparkt. Passiert mal, kommt vor, auch bei Ionity, obwohl die eigentlich relativ sicher sind. Und wir schauen uns jetzt mal das Ergebnis an. Kurz mal die Ladeleistung. Zeige ich euch mal noch. Aktuell lädt er jetzt hier mit 161 kW, 18% reingeladen, 6 Kilowattstunden mittlerweile in das Fahrzeug in 2 Minuten. Wie gesagt, ich habe jetzt so umgesteckt, die ersten 10-12%, bin angekommen mit 6 Kilometer. Wir schauen uns das Ergebnis an, aktuell. Und zwar, wenn wir hier, so, wir haben jetzt aktuell 304,3 Kilometer. Verbrauch 68 Kilowattstunden und Durchschnittsverbrauch war bei 222 Wattstunden. Aktuelle Außentemperatur sind wir jetzt bei 16 Grad und der Akku ist jetzt mittlerweile bei 104 Kilometer. Okay, dann sehen wir uns nächste Mal in der nächsten Ladestation gleich wieder. Bis gleich. So, ich gebe euch mal wieder einen Zwischenstand hier. Wir haben jetzt aktuell 23 Uhr und 40, Außentemperatur 18 Grad. Wir sind unterwegs jetzt hier in den Riedener Wald an die Ladestation Ionity wieder. Und wir haben jetzt aktuell noch 110 Kilometer, gibt er mir vor. Wir haben noch 7% Schätzwert, würde ich ankommen, und 49 Kilometer an die Ladesäule. Bei 30 Minuten Fahrzeit noch und würde ankommen um 0.11 Uhr. Jetzt schauen wir uns den Trip an. 425 Kilometer bereits absolviert, 91 Kilowattstunden Verbrauch und der Durchschnittsverbrauch an sich
bei 213 Wattstunden. Das wären jetzt 21,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Okay, wie gesagt, jetzt haben wir hier eine Baustelle. Seht jetzt hier, so mal ein bisschen mitfahren. Und da geht es jetzt dann gleich wieder normal weiter. Ihr habt auf der A7, habt da einige Baustellen hier. Okay, dann sehen wir uns an der nächsten Ladestation dann nochmal. Bis gleich. So, da draußen mal wieder eine Information für euch. Wie ist denn angekommen in Kirchheim jetzt? Rund 600 Kilometer. Bisher hat alles geklappt. Wir hatten jetzt hier leichten Regen, ganz kurz mal. Die Straße war ein bisschen feucht. Hier jetzt auf Kirchheim hin war es wieder trocken. Ich hatte jetzt noch rund 30 Kilometer Restreichweite drin und hatte jetzt hier gleich wieder an den neuen Ionity-Ladestationen sauber hochgeladen. Ich laufe jetzt mal ein bisschen ums Fahrzeug rum. Hier ist schön hell. Bin mal wieder alleine. Hier ist nichts los, wie ihr seht. Also ist wieder alles zu. Und wir schauen mal ein bisschen ums Auto rum und schauen uns die Ladeleistung an. Okay, also. Wir schauen auf die Ladesäule. Die Ladesäule gibt uns aktuell, oh, der macht Geräusche, 147 kW, 10 Kilowattstunden reingeladen, 4 Minuten haben wir bereits geladen, aktueller Stand 20%. Jetzt geht es weiter nach Schwabhausen und wir laufen ums Fahrzeug rum. Tesla Model Y aus Erlangen. Und wir schauen, ob der Lüfter mal vorne irgendwie Alarm macht. Nö. Gar nicht eigentlich groß. Mücken hält sich heute auch in Grenzen, wie ich sehe. Und wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen von Weitem an. Er ist doch relativ groß. Also Model 3 ist da schon ein bisschen um einiges kleiner. Ja, im Weiß gefällt er mir richtig gut. Hier mit den schwarzen Griffen. Und hier auch die Zierleisten sind jetzt auch noch mal in Schwarz gehalten. Das gefällt mir richtig gut. Oben natürlich dann auch wieder Glasdach, ist klar. Und hier haben wir auch ordentlich Licht. Also das ist recht vorbildlich hier gemacht. Und hier haben wir auch ein ID3, was ich sehe, der lädt gerade. Ja, ist eigentlich wenig los. Ihr seht da drüben, habt ihr dann auch nochmal die Möglichkeit, normalerweise auch euch was zu kaufen. Aber hier ist alles zu, nachts immer problematisch. Liegt halt nun mal auf der Strecke, ich kann es mir nicht aussuchen. Gut, wir gehen mal kurz ins Auto rein. Ich zeige euch mal den Zwischenstand. So, ich jongliere mich mal hier vorbei. Wir gehen ins Auto rein. Ach Gott, ist das schön hoch hier gegen das Model 3. Schon ein Traum. So, Zwischenergebnis. Kirchheim angekommen, 598,3 Kilometer. Wir haben verbraucht 129 Kilowattstunden. Das ist im Prinzip das, was wir gesamt, also von Start weg bis nachgeladen bisher. Und wie gesagt, hier 116 Wattstunden. Das wären dann 21,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Aktuell zeigt er uns jetzt hier an, 132, lädt noch mit 890 Kilometer und ein Plus von 93 Kilometer. Ich habe jetzt hier mal die Kilometer gewählt. Normalerweise fahre ich immer mit Prozente, also zu 99%, auch privat Tesla fahre ich nur mit Prozente. Hier ist es aber durchaus sinnvoll, weil man dann am Schluss genauer runterfahren kann. Also bei 4-5% weiß man nicht immer genau, wie viel noch im Akku wäre. Und deswegen fahre ich bei Tesla jetzt hier, zumindest bei dem Model Y. Bei Model 3, glaube ich, sind wir auch mit Prozente gefahren. Ist es hier schon sinnvoll. Es ist Geschmackssache. Der eine sagt, ihm gefällt Prozente besser. Der andere sagt, ihm gefällt Kilometer besser. Das muss jeder selber wissen. Mir aktuell sind Prozente lieber. In dem Fall jetzt bei der 1000 Kilometer ist es aber eigentlich einfacher. So, ich lege euch wieder nach vorne. So, ich schaue noch relativ gut aus, glaube ich. Soweit bin ich noch fit. Es ist noch alles im grünen Bereich. Ich will euch auch noch mal mein T-Shirt zeigen, was ich heute. Ich mache ja heute ein bisschen Werbung. Und es ist Allentime, also was will man da mehr? Und Allen ist überall.
Ja, dann geht's weiter jetzt nach Schwabhausen. Bleibt auf jeden Fall dran, schaltet nicht weg. Wir werden die 1000 Kilometer rocken und mal schauen, wo das Tesla Model Y am Schluss landet. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich. So, kleines Update. Wir haben aktuell 829,4 Kilometer. 188 Kilowattstunden verbraucht und der Durchschnittsverbrauch liegt bei 22,6 Kilowattstunden, wären dann 226 Wattstunden. Folgendes Problem, die Ladestation hier oben in der Schleiz hat nicht funktioniert. Ich komme hier angefahren mit dem Model Y, biege hier ab in Schleiz und würde jetzt eigentlich laden hier an der 300 kW Ladestation ziemlich neu von Allego. Also da denke ich mir, okay, die sind nagelneu, die funktionieren, da gibt es eigentlich keine Probleme. Dann komme ich dahin. Jetzt, die Quelle ist jetzt hier Allego direktes Bild und das sind nagelneue, also das sind auch die Generation, die eigentlich keine Ausfälle hat oder nur wenige. Das kennt man von anderen Anbietern, die haben die ja auch im Sortiment. Und ja, ich komme dahin, oben die Lichter aus und natürlich denkt man sich, okay, vor eineinhalb Wochen konnte ich noch laden. Es waren alle zwei aus. Es war stockdunkel. Ich habe da mit der Hotline telefoniert. Es hat, glaube ich, über 20 Minuten gedauert. In der Community meinte einer 30 Minuten. Ich habe wirklich keinen Überblick. Ich habe auch nur 20 Minuten abgezogen. Ich wollte ja keinen Profit rausschlagen. Die haben dann gesagt, ja, das ist kurzfristig kaputt gegangen. Und dann habe ich natürlich gefragt, warum? Es gehen doch nie beide kaputt. Da konnte er mir nicht antworten. Ich habe sowas nur erlebt. Ich fahre jetzt 10 Jahre elektrisch, aber beide defekt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt abends an und habt eine Familie. Jeder will heim und es sind alle zwei defekt. Es geht einfach nicht. Eine lasse ich mir noch eingehen, dann kommt der Techniker zeitnah und repariert die zweite. Aber hier hat Allego mal richtig einen Bock geschossen. Ich war dann auch noch live, alle haben es mitbekommen. Also es war richtig peinlich und ich war echt sauer. Also das geht überhaupt nicht, dass beide gleichzeitig defekt sind. Und ja, es ist, wie es ist. Gott sei Dank war dann in der Nähe eine andere aus der Community. Im Livestream hat mir dann einer gesagt, dass hier die Quelle ist jetzt hier Charts Map von Teac, eine 175er. Hier konnte ich da noch aufladen. Das ist auch nicht weit weg gewesen. Ich zeige euch das nochmal kurz. Das war also hier ist jetzt die 300er und ein paar Meter weiter war die 175er. Also von der Hinsicht war das jetzt Glück im Unglück. Ich konnte dann weitermachen. Hab mir 20 Minuten gut geschrieben. Wie gesagt, war wahrscheinlich eine halbe Stunde. Ist egal. Also es ist, wie es ist, aber das war echt ärgerlich. Eine nagelneue Ladestation und dann funktioniert sie nicht. Also das hat mich richtig geärgert. Und ja, ich bin jetzt auch schon, ich habe mich schon wieder beruhigt und es geht wieder weiter. Wir sind gestartet um 8 Uhr, wir haben jetzt aktuell 4.20 Uhr. 142 Kilometer zeigt er mir hier oben an. Und wir würden jetzt ankommen mit 8%. Also ich denke, ich werde dann gleich abstecken. Okay. 997! Somit sind wir unterwegs. Ausfahrt 92A rechts abfahren. Ja, Ankunft hier oben 5.55 Uhr. Und 20 Minuten abziehen. Dann sind wir bei 9 Stunden und lasst mich rechnen 35. Ist das korrekt? Ja. 9 Stunden 35 sind wir jetzt aktuell unterwegs. Jetzt rechts abbiegen auf B299A. Also für das ist es echt eine gute Leistung, was das Auto hier abgeliefert hat. Jetzt rechts abbiegen auf Karl Schiller. So, und wir sehen uns dann gleich beim Fazit. Ich bin jetzt hier gleich an der Ladesäule. Hier geht es dann rüber und fahre jetzt hier rein. Können wir mal kurz zeigen. Ich lasse euch mal drauf. So,
geht es hier rein in die Ladesäule. Jetzt rechts abbiegen auf Ludwig-Erhard-Ring. Angekommen jetzt, oh, bin jetzt froh, bin aber überhaupt nicht müde, muss ich sagen. Also das Auto hat mir wahnsinnig viel abgenommen. Der Autopilot ist super und auch das Rechnen jeweils von der Strecke her. Ich musste das sonst alles manuell machen, vorher mit dem Arbeiter Route Planner oder dann halt auch viel Erfahrung mit reinbringen. Hier das Auto entlastet euch total. Ihr habt hier die Anzeige, mit wie viel Kilometer oder Prozent ihr ankommt. Das war jetzt auch für mich neu. Das erste Mal hier mit Kilometer. Ich fahre normalerweise nur mit Prozente, aber hier ist es echt gut gemacht und die Kilometer stimmen auch am Ende. Wir sind jetzt hier auch wirklich knapp angekommen. Da waren 13 Kilometer waren noch drin. Also der Akku war jetzt im Prinzip leer. Ich blende euch oben mal das Endergebnis ein. Ihr habt es ja vorhin im Film auch noch mal gesehen. Blende ich euch mal kurz oben die 1000 dann noch mal ein. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 104,35 km/h. Das Ganze hat jetzt einen Verbrauch von 235 Wattstunden pro Kilometer. Und genommen hat er sich an der Säule angezeigt am Fahrzeug 235 Kilowattstunden. Beim Ladevideo hatten wir 7% Ladeverluste. Somit müsst ihr bezahlen rund 250 Kilowattstunden an der Ladesäule. Vergleichstabelle 1000 Kilometer Challenge. Das Ganze im Tesla Model Y Long Range mit Allrad. Er schaffte eine Zeit in 9 Stunden und 35 Minuten. Durchschnittstemperatur 17 Grad. Reifen waren Sommerreifen drauf, im Monat September. Das Wetter war trocken, Reifendruck 3,0 bar. Der Durchschnittsverbrauch lag bei 23,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, somit 235 Wattstunden pro Kilometer. Ich bin alleine gefahren. Ladesäulenverweigerer hatte er den ersten Ladestopp, hatte er zwei Ladeabbrüche. Ich musste dann die Ladesäule wechseln. Beim vorletzten Ladestopp waren beide Ladesäulen abgeschalten. Da konnte aber das Auto, wie gesagt, nichts dafür. Bin dann gewechselt. 2 Kilometer weiter war dann eine Alternative. Und ansonsten mein kleines Resümee. Wir hatten am Anfang ja das Problem mit der Ladesäulen-Thematik. Die erste Ladesäule beim ersten Stopp war schon mal defekt. Das ist schon mal ärgerlich. Dann habe ich zweimal da geladen, hat zwei Fehler gezeigt, habe dann die Ladesäule gewechselt und dann ging es ohne Probleme. Also das passiert. Dann die anderen haben eigentlich wunderbar funktioniert. Ich habe euch am Anfang die Ladestopps dann auch gezeigt. Und dann bin ich nach Schleiz gekommen. Das war eigentlich so der größte Aufreger heute. Ich fahre dahin und es ist alles dunkel. Wirklich, es war komplett dunkel. Ich habe vor 1,5, 2 Wochen habe ich da noch geladen. Das sind nagelneue, also auch die neueste Generation. Und davon gehe ich ja mal aus, dass die funktionieren. Dann komme ich hin, da waren alle, war komplett tot. Dann rufe ich die Hotline an und sagen die, ja, die ist vor kurzem defekt gegangen. Der Techniker ist wohl schon angewiesen und der wird wohl die Tage kommen. Leute, ich habe so einen Hals gehabt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich bin, solche Situationen habe ich noch nie erlebt. Ich fahre jetzt 10 Jahre elektrisch, aber so krass, dass beide nagelneu defekt sind, hatte ich noch nie. Es muss halt zumindest eine muss funktionieren. Ich will ja nicht, dass beide funktionieren, aber wenn ich sowas mache, dann muss ich einen Techniker gleich rausschicken, Allego bitte, und dann muss zumindest eine funktionieren, weil was ist, wenn eine Familie da hinkommt und es ist, was weiß ich, 3 Uhr nachts und man ist kurz vorm Heimatort und man ist halt auf die Ladesäule angewiesen und hat halt dann nicht funktioniert. Gut, dann habe ich telefoniert, eine Viertelstunde, 20 Minuten. Darum geht es dann nämlich gleich. Und dann hat aus der Community mir dann geschrieben, ja, ungefähr 2-3 Kilometer ist nochmal ein 175 kW Lader. Ich dann gleich ins Auto eingegeben, erstmal nicht gefunden, weil dieser Laden, der war nicht beleuchtet, das hat man überhaupt nicht gesehen und keine Ahnung, ich habe dann nochmal bestimmt eine Viertelstunde verplempert. Also, somit werde ich nur die Zeit, wo ich dann an der Ladesäule war, weil die Ladesäule defekt war, es sind 20 Minuten, werde ich abziehen. Ich könnte durchaus mehr abziehen, weil an der Ladesäule, es war nur 175, ich konnte nur maximal 133 laden. Das Fahrzeug kann aber, ich bin mit 4% angekommen, durchaus 190 kW laden normalerweise. Auch noch mal ein paar Minuten. Also unterm Strich denke ich, ist fair, dass ich 20 Minuten abziehe und somit haben wir 9 Stunden und 35 Minuten erreicht. Er hat leider das Ergebnis vom Ioniq mit dem großen Akku nicht geschafft.
wenn optimal alles gelaufen wäre, ist er, ich würde sagen, zumindest ebenbürtig. Warum? Er hat zwar eine schlechtere Ladeleistung, aber er ist sparsamer wie der Ioniq. Das ist ja das, was ich immer wieder sage, was bringt mir im Endeffekt ein super schnelles Laden wie beim Ioniq, wenn ich dann im Endeffekt mehr auf der Strecke lasse, Kilowattstunden. Also, hier hat Tesla alles richtig gemacht. Trotzdem kleine Kritik von meiner Seite. Mir sind ab 50% die Ladeleistung zu wenig. Ich habe auch heute nur bis 50% geladen. Alles andere seht ihr an der Ladekurve. Könnt ihr gerne mal das Video, ich werde euch das nochmal mit reinpacken, oben rechts und unten in die Beschreibung, das Ladevideo, könnt ihr euch anschauen. Und demnächst kommt auch noch das Verbrauchsvideo. Also wenn ihr da Interesse habt, ich werde wahrscheinlich den 1000R bringen als die Verbrauchsfahrt, weil das doch der ein oder anderen interessiert. Und ich denke, ich habe jetzt genug gelabert, das passt. Ich bin jetzt nicht geschafft, aber ich bin ein bisschen sauer, sage ich ehrlich, weil mich das ärgert sowas, dass eine Ladestation überhaupt nicht funktioniert oder beide komplett tot sind. Also das geht überhaupt nicht. Und da kriegt auf jeden Fall eine rote Karte von mir, Allego, und sollen müssen funktionieren. Gut. Also, dann danke ich euch fürs Zusehen. Ihr könnt meinen Kanal gerne abonnieren. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in alter Frische. Macht's gut.